Jetzt nehme ich Sie mit auf meine Reise. An dem Begriff Hochbegabtenförderung war ich also gescheitert. Aber wie bin ich dort wieder rausgekommen? Möchten Sie das wissen? Okay, dann möchte ich Sie mitnehmen. Aber diesmal brauchen wir ein gemeinsames Fortbewegungsmittel. Was schlagen Sie vor? Ein Auto? Ein Pferd. Wie wär's mit einem Pferd? Hat jemand ein Pferd? Auch nicht. Ah, ich habe eine Idee. Es geht auch so. Sie übernehmen diese Aufgabe hier. Immer wenn ich dieses Zeichen gebe und ich reite dazu. Ich war also völlig verzweifelt. Ich hatte das Leben in der Selbstständigkeit von der bittersten Seite gekostet. Knallhart, unerbittlich, persönlich. Wie in einer Sackgasse. Bis an die Wand. An mir kommt niemand vorbei. Warum nicht? Ich trete vor niemandem zur Seite. Dann müssen Sie sterben. Sollte ich alles hinschmeißen? Doch brav einer Festanstellung nachgehen? Mich anpassen? So total normal sein, wie mich alle haben wollten? Das ist immer so leicht gesagt. Stell dich nicht so an. Auch der König geht scheißen. Wie gegenüber einem Querschnittsgelähmten. Stell dich nicht so an, jetzt lauf doch ganz normal. Heißt ja auch, Hochbegabte brauchen keine Förderung. Die können doch eh alles. Genau, deshalb landen ja auch so viele mit Depressionen, Borderline und Selbstmordgedanken in der Psychiatrie, weil sie alles können. Nöt, Logikfehler, sagt mein Hirn. Also, erstens können wir Hochbegabten auch nicht alles. Und zweitens, so viel Stuff, wie da drin ist, da hat mir niemand beigebracht, damit umzugehen. All die Gefühle, Gedanken, Hobbys, Ideen und das alles regeln und beherrschen. In 7 Tagen die Woche, 24 Stunden pro Tag. Ich brauch das Doppelte. Klar, eine Zeit lang geht das gut. Und keinem fällt auf, dass du anders bist. Aber einmal verrätst du dich doch. Mit irgendwelchen Kleinquatsch. Und diese Angst aufzufliegen. Anstrengend. Smalltalk und Höflichkeit. Einfach nicht mein Ding. Da bin ich Elefant. Töre! Benjamin, du lieber Elefant, kann sprechen und bist überall bekannt. Ja, überall bekannt bin ich. Bekannt. Für meine soziale Kompetenz, ein Elefant im Porzellanladen zu sein. Aber Anpassung, immer straff. Maske weitertragen! Dann dachte ich, scheiß was drauf. Ganz oder gar nicht. Und Stück für Stück weg mit dieser Maske. Du musst höflich sein. Nein! Du musst dich mit deinen Einfällen zurückhalten. Nein! Du musst mehr auf die anderen achten. Nein! Ich achte auf mich, auf meine Bedürfnisse und irgendwann ist Schluss. Jetzt! Ich kann nicht auf alles achten. Ich kann nicht alles. Nicht mit mir. Nicht länger so. Nie mehr so ein Scheiß. Nie mehr gegen mein Gewissen. Nie mehr tot arbeiten ohne Sinn dahinter. Nie mehr auf Kosten anderer. Nie, nie, nie. Du denkst jetzt, ich hätte eine Schraube locker? Wäre nicht ganz dicht? Stimmt, ich dichte lieber, als dass ich halte dicht. Ich habe eine Schraube locker, bin wahnsinnig, wahnsinnig intelligent und dazu stehe ich ganz nackt hier. Ich will nichts mehr verstecken. Dazu stehe ich hier in Liebe mit mir, heilend für mich, leinenlos auf volle See hinaus, auf ins Abenteuer des Erfolgs, eklatant erfolgreich, Elefant erfolgreich, erfolgreich. Ich darf erfolgreich sein. Ich bin erfolgreich. Erfolgreich in meiner Mitte. Und seitdem fertig gebucht. Kein Scheitern mehr, kein Schlechtfühlen. Gewonnen, den bitteren Kampf der Existenzgründung. Gewonnen, für immer. An mir kommt niemand vorbei. Warum nicht? Ich trete vor niemandem zur Seite. Dann müssen Sie sterben.
Sie haben keine Arme mehr. Wie möchten Sie mich denn aufhalten? Ach, was ist da schon? Ist doch nur eine Fleischwunde. Ich bin unbesiegbar. Okay. Na, wie ist es so ohne Beine? Komm schon, ich schlag dich zusammen. Ich triumphiere immer. Das nennen Sie triumphieren? Na gut, einigen wir uns auf unentschieden. Eieiei. Das hab ich mir gedacht. Jetzt türmst du. Du bist ein Feigling. Komm zurück, du Anfänger.